zu einem Frontalzusammenstoß mit einer leicht Verletzten, zu dem neben Polizei und Rettungsdienst auch die Feuerwehr Mühlacker gerufen wurde, kam es am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 35 zwischen Linzingen und Schmie. Auf der B35 Linzingen Fahrt Richtung Schmie kam es heute Nachmittag kurz nach 15 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Ein Fahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Laut Polizei war ein 20-Jähriger, der auf der Bundesstraße in Richtung Maulbronn unterwegs gewesen war, vermutlich am Steuer eingeschlafen. Infolgedessen geriet er auf die Gegenfahrbahn, fuhr dort zuerst einem 70-Jährigen den Außenspiegel ab und prallte anschließend frontal in den Wagen einer nachfolgenden 25-Jährigen. Diese erlitt durch den Aufprall ein leichtes Schädel-Hirntrauma und wurde, nachdem die Feuerwehr sie aus ihrem Auto befreit hatte, ins Mühlacker Krankenhaus gebracht. Auch der Unfallverursacher wurde vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert. Der beim Unfall entstandene Sachschaden beträgt rund 31.000 Euro. Die B35 war knapp eine Stunde voll und bis zur Beendigung der Bergungsarbeiten teilweise gesperrt. Das führte zu längeren Rückstaus.